Wir machen heute mit zwei Fingern häkeln. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Hallo, ich bin die Sarah von Jurtenland und zeige euch heute, wie man mit zwei Fingern häkelt. Und dann habe ich hier einmal diese beiden gemacht. Dann habe ich hier noch zwei dünnere. Und ich mache das gleich mit diesen dicken Schnüren. Da sieht man es ja, wie dick die sind. Einmal schwarz und einmal weiß. Und damit kann man sich Schlüsselanhänger, Armbänder machen und Ketten. Und ich habe jetzt diese beiden Schnüre zusammengebunden und fange jetzt an. Also ich mache jetzt eine Schlaufe, drehe die ein paar Mal, mache mein einer Finger da rein, nehme die weiße Schnur darüber, dann habe ich hier ja diese schwarze Schnur. Dann mache ich diesen Finger, wo die schwarz von da ist ja der schwarze. Und dann gehe ich mit dieser Hand da hinten rein in die Schlaufe, bücke mich, nehme den Faden auf den Rücken und ziehe die Schlaufe fest mit dem weißen. Danach mache ich das gleiche wieder mit dem weißen, dann wieder festziehen. Ich bücke mich, ich hole den Faden auf den Rücken. Ich bücke mich, ich hole den Faden auf den Rücken, zieh fest. Ich bücke mich, nehme den Faden auf den Rücken und ziehe fest. Und das dann immer wieder weiter. Und dann sieht es so aus am Schluss. Und ich habe hier unten auch ein fertiges. Das würde dann entlang so aussehen. Und jetzt zeige ich euch noch den Verschluss. Also, ich habe jetzt hier eine weiße Schlaufe. Geht natürlich auch, wenn man eine schwarze Schlaufe hat. Dann zieht man den anderen Faden einfach hier durch. Am Schluss und dann festziehen. Dann hat man einen Verschluss. Ein ganz einfacher Verschluss. Und dann bin ich jetzt fertig. Wenn es euch Spaß gemacht hat, könnt ihr gerne mal wieder reingucken und ihr könnt es auch gerne zu Hause wieder nachmachen. Geht ganz einfach und tschüss. Eure Sarah von Jurtenland.